entschieden. Aber so, was sagst du zu der Leistung von euch? Ja, natürlich. Wir waren natürlich nicht eingespielt. Ne? Die anderen Mannschaften kennen sich schon länger. Bei uns war das alles echt ein bisschen Neuland. Irgendwann mal auch, die anderen Mannschaften waren auch ein Tick jünger jetzt vom Altersdurchschnitt. Und dann kam das irgendwann, war auch diese Qualität kam dann auch immer mal halt auch heraus. Ne? Aber nichtsdestotrotz haben wir alte Freunde wieder getroffen. Das war schon echt bemerkenswert, dass man die Jungs da wieder sehen kann. Ne? Was war das denn für ein Gefühl, neben so wirklich Legenden von Uerdingen zu stehen, wie zum Beispiel Marcel Wittelczek? Ja, natürlich, wir waren noch keine Rotznasen. Ne? Da haben wir noch deren Panini gesammelt. Für uns sind das Vorbilder, Idole. Ne? Ob das ein Herget ist oder Wittelczek oder ein Kunkel oder ein Bommer. Da waren wir klein und waren froh, dann, dass wir sie im Fernsehen bewundern durften. Ne? Ja, du bist ja jetzt momentan auch wieder Trainer in Aalen. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann wieder zum KFC zurückzukommen? Oder verfolgst du es generell, den Werdegang des KFC? Das war für mich immer wieder eine Herzensangelegenheit, wo ich hergekommen bin, zweimal. Natürlich, Uerdingen ist und bleibt immer ein Stück Herz auch bei mir. Und wenn die Chance kommt und der Verein mich haben will, stehe ich immer wieder bereit. Ne? Also das freut uns auf jeden Fall schon zu hören, dass du doch noch ein Herz für den KFC hast. Ja, und wir haben wunderschöne Jahre hier erlebt, sind aufgestiegen und auch als Trainer habe ich auch meine Erfahrungen gesammelt. Und jetzt sind sie auf einem guten Wege in die Regionalliga. Ich hoffe mal, dass sie auch aufsteigen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg mit deiner Trainerschaft und vielleicht sehen wir dich ja wirklich mal bei uns wieder. Ciao. Alles Gute.